Und ein Moinsen zum Stadionvlog auswärts beim FC Augsburg, FCA gegen VfB. Ich bin sehr gespannt, ich habe sehr, sehr Bock drauf. Stimmung wird richtig geil werden, außer Support wird geil werden. Block E ausverkauft, ich bin im Sitzbereich im Auswärtsblock. Drumherum die Nordrhein-Blöcke werden auch viel, viel VfB dominiert sein. Ich habe sehr, sehr Bock darauf. Letzten Ausreisen waren nicht so gut in Augsburg, habe ich auch schon erzählt. Er war jetzt viermal da, dreimal verloren, einmal gewonnen nur. Hoffentlich heute eine Wende und auch eine Wende, die wir ja weiterhin einleiten. Dortmund, die zwei Siege davor. Hoffentlich bleiben wir auf dem Niveau, bleiben in der Schärfe drin. Und dann, ey, wenn du heute gewinnst, worauf ich hoffe, wo ich auch 100% dran glaube, ich bin sehr positiv eingestellt heute. Hoffentlich ist das nicht, ja, hoffentlich machen wir damit nicht schon kaputt, bevor das Spiel angepfiffen wurde, ne? Aber ich bin sehr positiv eingestellt heute. Und dann kannst du dich runterziehen, ne? Zwei Punkte an einem dran. Nächsten Wochen generell oft genug angesprochen. Gladbach, Berlin auswärts, dazwischen noch Pokal. Du kannst wirklich eine Euphoriewelle laufen, die nächsten Wochen eine Wende einleiten, die brutal wichtig wäre. Jetzt fahren wir erstmal nach Augsburg. Ich habe sehr, sehr Bock darauf. Geile Ausstellung bestimmt. Und hoffentlich, ja, macht das Spiel auch mit.
So, wir sind zurück und ich kann weiterhin beide Logos hochhalten, wie auch immer. Beide haben sich den Punkt geholt. Am Ende auch ja, das verdiente Ergebnis, muss man ja nicht anders sagen. Werde hier bestimmt auch Sachen vergessen, die ich dann hoffentlich wieder in Stichpunkten im Kopf habe und so. Aber so die erste Reaktion ist drauf. Ja, die erste Halbzeit war einfach zu wenig. War einfach zu wenig. Das war, ja, sich den Schneid abkaufen lassen, wie sie auch gesagt haben, von den Augsburg-Spielern. Ist halt die Augsburg-Art und Weise. Schiri war grundsätzlich okay, fand ich, aber dass Augsburg erst in der 60. die erste gelbe Karte bekommt, ist halt verrückt, das ist halt Hanebüchen. Also Schiri hat auch schon diesen ekligen, rauen, Augsburg ist auch nicht umsonst auf Platz 18 der Fairness-Tabelle nach gelben Karten und so weiter, hat dem halt Raum gegeben, hat dem Spiel von Augsburg Raum gegeben, uns tat das Spiel weh. Hast gemerkt, dass wir da nicht ganz drauf klarkamen. Wir kamen nicht wirklich zu Chancen. Augsburg aber bis aufs Tor ja auch nicht. Generell über das gesamte Spiel gesehen, bis auf diese beiden Tore. Ich glaube, es sind am Ende 7:4 Torschüsse für uns. Irgendwie 1,5 zu 0,6 X Goals für uns. Aber richtig klare Torchancen, bis auf die erzielten Tore, gab es ja nun wirklich nicht. Auf beiden Seiten nicht. Das war für den neutralen Zuschauer natürlich ein absoluter Abstiegskampf, Krampf. Grottenkick an einem Freitagabend, wie man es irgendwie auch nicht anders erwarten würde, in so einem Augsburg-Heimspiel vor allem auch und dann auch gegen uns, die sich gerne mal schwer tun in solchen Spielen, so auch jetzt. Erste Halbzeit war einfach zu wenig dafür. Augsburg hätte auch nicht in Führung gehen müssen, so, also war jetzt auch nicht erzwungen von denen, aber die waren besser dabei. Zweite Halbzeit kam man dann deutlich, deutlich besser rein, muss man sagen. Sowieso übers gesamte Spiel gesehen, Stimmung war krank. Also das Spiel haben wir stimmungstechnisch gewonnen, war aber auch irgendwo zu erwarten vorm Spiel. Stimmungstechnisch gewonnen, krasser Auswärtssupport gewesen. Ob es jetzt 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauer waren, ist am Ende auch egal. Die Stimmung war brachial. Wir haben da wieder mal problemlos ein Heimspiel draus gemacht. Klar, da werden jetzt auch Augsburg-Fans aus dem Auswärtsblock, aus dem Heimblock was anderes sagen. Aus dem Auswärtsblock raus ist ja auch klar, dass man sich nur hört oder die Augsburger sehr selten hört. Schön fand ich übrigens, dass sie vorm Anpfiff hier für immer VfB, glaube ich, abgespielt haben. Fand ich auch einen ganz netten Touch von den Augsburgern. Wie gesagt, zweite Halbzeit besser mit Druck reinkommen und dann auch verdient das 1:1 gemacht. Durch Endo ein bisschen reingewirkt, war auch echt ziemlich eng am Ende des Tages mit Abseits, aber war keins, haben wir bekommen. Da haben die Augsburger auch den Ball schon so ganz frech quasi schon zurückgespielt, während Überprüfung nach dem Duell wird eh zurückgenommen. Zum Glück nicht, war auch schön. Was nicht so schön war und was uns hier auch diesen ja, unverhofften Mittelscheitel so ein bisschen gibt, ist halt so ein bisschen, ja, ohne denen jetzt näher treten zu wollen, die kennen mich nicht, ich kenne sie nicht persönlich so. Aber ja, rund ums Tor gab es schon ein, zwei Mal so, ah, was filmt denn der da, ah, den werfe ich gleich ab. Und als Tor gefallen ist, kam von hinten einer biervolle Kanne mir ins Gesicht, auch andere Leute getroffen dadurch. Ja, ich will da gar nicht tiefer in Real Talk gehen, ich könnte da jetzt sowieso ewig drüber reden, warum ich nicht raffe, wie man es so schlimm finden kann, dass da irgendwer filmt oder sowas. Gerade weil ich ja nicht mal im Stehbereich bin. Das ist der Bereich, wo die hätten hingemusst. So war nicht nur ich, auch ein Kollege neben mir, der halt öfter mal saß, der halt nicht so 100% mitgegangen ist oder so oder mitgehüpft ist bei jedem Ding und jeden Gesang mitgesungen hat. Kam auch von hinten angepackt, so, hey, mach mal mit, Leidenschaft und so.
Jungs, das ist halt einfach im Sitzbereich auch in irgendeiner Form falsch. Haben sich auch alle abgewendet von den beiden. Alle drumherum waren cool, hab nur cool mit denen gesprochen. Der Typ hinter mir cool mit mir gesprochen, der neben den beiden stand. Auch alles cool gewesen, hat mehr oder minder auch wahrscheinlich so ein bisschen versucht, quasi mich aufzubauen, sage ich mal, nach der Aktion und war der Erste, der mit mir abgeklatscht hat nach dem Tor. Das muss halt einfach nicht sein. So, wie gesagt, ich könnte noch in tieferen Realtalk reingehen, aber es muss einfach nicht sein. So, ich schreibe auch keinem vor, wie er sich zu verhalten hat im Stadion. Und wenn jetzt hier zwei Leute sind aus dem gesamten Auswärtsblock, die es stört, wenn es insgesamt wieder, jetzt sind wir bei 7000, vielen Dank dafür erstmal, 7000 Abonnenten, wir werden auch nur weiter wachsen. Und wenn es dann mal alle 15 Spiele zwei Leute sind, die das stört, dann ist halt so, können wir auch nichts gegen tun. Wo wir auch nichts gegen tun können, ist halt, dass es am Ende nur ein Punkt war, weil die Leistung, wir waren, glaube ich, näher dran als Augsburg an dem Sieg. Aber auch nicht so nah, als wenn ein Sieg verdient gewesen wäre. So nicht. Also das 1-1 ist völlig in Ordnung. Hilft Augsburg mehr, als es uns hilft. Dieser gleiche Spruch von zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. So nichts Halbes und nichts Ganzes. Auch nach 2 Stunden Heimfahrt bin ich immer nicht ganz im Klaren, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Erste Halbzeit war zu wenig. Vielleicht auch so ein bisschen überheblich irgendwie rangegangen an die Sache. Wer weiß. Die muss aufgearbeitet werden. Wird sie, glaube ich, auch. Da hab ich Hoffnung und Vertrauen in Hoeneß. Zweite Halbzeit war deutlich besser, aber auch nicht zwingend genug, um eben das zweite Tor zu machen. Ein Punkt in Augsburg ist grundsätzlich okay, da haben schon andere verloren. Gerade Heimspiel Augsburg ist einfach eklig, ist einfach so. Ein Punkt ist ein Punkt, jeder Punkt zählt, brauchen wir. Und ich glaube auch, was wir hier auch, oder was auch ich hier auch sagen muss, ich glaube, die Erwartungshaltung hat es auch so ein bisschen kaputt gemacht. Mein Feeling jetzt direkt danach, also ich bin immer noch happy, weil war ein geiler Trip von vorne bis hinten, Hinfahrt, Autofahrt. In Augsburg, die Stimmung war geil, dieser eine kurze Dämpfer da mit dieser Quatschaktion mit dem Bier, aber ist halt so. Habe ich davon auch übrigens in keinster Form irgendwie einen Aufregung oder sowas. Wofür denn, Alter? Warum soll ich mich auf das Niveau runtergeben? Bier aus den Augen gewischt. Das war diese kurze Sequenz, falls ich sie drin gelassen habe, wo ich kurz auf dem Boden gefilmt habe für ein paar Sekunden, Augen frei gemacht. Ja, hat einfach nicht gereicht heute. Hat nicht gereicht und ich glaube, es ist wirklich einfach auch die Erwartungshaltung an das Spiel. Hab da vorher schon vor mich hingeträumt, irgendwie, ey, wenn wir jetzt hier wirklich 3, 4 Spiele am Stück gewinnen, dann bist du raus und Pokalfinale und hier und da, aber auf einmal auf die Liga bezogen. Vielleicht habe ich mir zu viel Hoffnung gemacht. Weil ein Punkt in Augsburg ist grundsätzlich okay, den hätten wir auch vor allem vor 2 Wochen, natürlich noch unter Labbadia auf Platz 18 und sowas, hätten wir einen Punkt in Augsburg genommen, 100%. Wir nehmen ihn auch heute, wir müssen ihn auch heute nehmen. Ganz klar ist aber auch, Gladbach nächste Woche ist dann nochmal wichtiger, als zu Hause zu gewinnen, wo ich auch weiterhin dran glaube. Und ey, irgend so ein direktes Duell musst du auswärts noch gewinnen. In Augsburg hast du es nicht geschafft. Packt für mich nur noch mehr Pflicht rein, in Berlin vielleicht mehr als nur einen Punkt zu holen. Ne? So in die Richtung. Mal gucken, was der Rest des Abstiegskampfs so macht. Nächste Woche geht es weiter, natürlich auch mit den Videos, dies, das. Auch hier, stimmt, wie gesagt, ist durcheinander, ist ein langes Fazit. Bisschen sortierter dann in den Stichpunkten vermutlich. Wo wir es gerade hatten von ja, Leute, die es halt nicht gefeiert haben, die es stört, die nicht verstehen, dass ich auch mit Handy in der Hand genauso mitmache und genauso mitmachen kann wie jeder andere, der das Handy nicht in der Hand hat. Das ist halt der einzige Unterschied zwischen mir im Sitzbereich und einem anderen Fansitzbereich. Ich filme geradeaus, ich juble mit, ich springe mit, ich singe mit, seht ihr, hört ihr. Und die anderen haben halt nicht ein Handy in der Hand. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ich in die Kurve gefilmt hätte, alles cool, Bruder, macht man nicht, ist okay, macht man nicht, verstehe ich. Aber dafür bin ich ja im Sitzbereich. Ne? Also die mal weggelassen, ey, wie viele mich da schon vorm Spiel auf dem Weg zum Stadion, dann irgendwie Richtung Einlass und so Geschichten mich getroffen haben, Fotos geschossen haben, gequatscht haben mit mir, da merke ich auch, das ist eine ganz, 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 ganz klare Minderheit, die da irgendwie Probleme damit hat. Wie gesagt, auch hier nochmal vielen, vielen Dank an 7000 mittlerweile. Wir werden weiter wachsen. Wir ziehen das Ding weiter durch. Wir sind die deutliche Mehrheit. Euch gefällt's. Der Support ist der Wahnsinn. Freut mich extrem, extrem. Genauso wie der Support von Fans heute. Das auch nochmal in Forderung zu schieben, war brutal, war brutaler Support. So machen wir weiter. Zusammenhalt ist trotzdem weiterhin da, ist ganz klar. Ist ein kleiner Dämpfer. Vielleicht auch ein kleiner Dämpfer, der vielleicht nötig ist, auch vielleicht für mich auch nötig ist persönlich, um ein bisschen Euphorie zu dämpfen nach Nürnberg, Bochum, Dortmund, dass jetzt hier nicht gewonnen wurde, sonst drehen wir vielleicht komplett ab. Trotzdem, nächste Woche Gladbach zu Hause, dazu die Videos, Stichpunkte, Vorberichte, dies, das und natürlich auch dann ein Video im Stadion gegen Gladbach, wo wir hoffentlich einen Heimsieg feiern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.